Moin YouTube, willkommen bei einem neuen Video. Heute ein 1 gegen 1 gegen Leon. Man kennt ihn, immer dabei. Yo, King Leon 88 auf YouTube, ich verlinke ihn euch unten in der Beschreibung. Ein Sniper 1 gegen 1. Ich schneide euch das ansehnlich zusammen und wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So Leute, ich spiele die Outlaw und die Koschka mit schnellsten gern. Also ich komme mit denen am besten klar. Ich finde die Koschka sogar ein bisschen geiler. Ich Zum verstehe so Quickscopen. geil. Und ja, es gibt Leute, die finden die Paladin besser. Ich finde, die Paladin geht viel zu langsam in den Scope. Don't Los. scope. Los. Also, ja, Lasermarkierer. Geh mal weg. Doppelter Lasermarkierer. Junge, das sowas ist meine spielt man nicht. Das ist die Parmark-Sniper-Klasse, die er in dem Video gespielt hat. Du hast absolut drauf. Ja, das spielt. Jetzt spiele ich meine richtige Sniper. Ey Junge, ein bisschen abfucken muss man. Muss. Fucking. Muss. Ich spiel so schnell Ziel 2 drauf. Natürlich. Ja, ich finde das schnell Ziel 1. Ding, ich finde, das fuckt mich unnormal ab, wenn ich da. Hier, wenn du reinscopst, siehst du ja viel mehr vom Rand. Das irritiert mich viel zu sehr. Weißt du, was ich meine? Absolut keine Antwort mehr. Warte, wenn ich dich kill, nehme ich die dann auf, dann zeige ich die kurz im Video. Ich nehme deine Waffe auf und guck mal, was du meinst. In so, Discord. Doch, jetzt. Das ja. irritiert mich ja, viel zu sehr. Warum ist das so? Hä, what the fuck? Ja, das ist extra von Stützen 2. Aber warum? Was hat das mit schnellen Zielen? Also, mir ist es egal. Ich schaue da eben nicht drauf. Treyarch, ich habe. Ich hardscope ja nicht, weil wenn ich im Scope bin, dann drücke ich ab, so, dann sehe ich, den Scope vielleicht eine Sekunde. Ja, das irritiert mich auch für die halbe Sekunde. Jungs, ich bin Trash. Was los? Ich muss schon nachladen. So. Hast du meine oder deine? Okay, deine. So Leute, das meine ich. Mit Schnellziehen 1 und Schnellziehen 2. Und den hier. Man merkt schon den Unterschied. Aufbau. Ich versuche auch zu. Oh! Der war mies. Der ist absolut belastet, Alter. Ja. Und die Paladin wird finden die meisten besser, weil sie im Public besser ist. Ja, stimmt auch. Weil du im Public damit safe vor. Also nicht safe, aber 90% vor mit. Okay. Ah, ich hab Streaks, ja, ohne Streaks. Wie ich abgezeigt Score nicht im Scoreboard sehe. Mein was? Achso, mein Score. Wie du stehst. Also ja, ich seh's links, aber ich seh halt Digga, nicht, wie oft mies. Du schauen musst. Ding, ich hab eigentlich immer 7er Sensi gespielt und Sniper 8er. Und ich hab jetzt vergessen, von 8 auf 7 umzustellen nach unserem letzten 1 gegen 1. Und jetzt bin ich auf die 8er so umgewöhnt, dass ich die zu langsam finde. Weißt du auch was ich snipe, Digga? Ja. Auf 5. Muss los. Weißt du auch was ich spiele? Auf 5. Ich fang gar nicht erst an, mir das zu gewöhnen. Ich ändere meine, wenn sie einfach nicht fertig ist. Aber Sniper finde ich höhere besser. No scope. Aber kein. Junge, das ist so schön. Das Ding ist ja kleiner als von jeder SMG. Junge, das ist halt mit dem doppelten Dings ab. Das ist so okay. So hat doch Parmarsch in seinem Clip halt die ganzen Kills gemacht. Ja. Wo sich die meisten Leute dachten, what the fuck, was macht er da? Weil er hat einfach nur doppelte Dings da drauf. Du musst halt da wirklich nur auf den Punkt drauf sein. Wo bist du? Ja, ich spiel Skaff da rum. Ich hab kein Skaff mehr. Skaff rum. Trotzdem Skaffst du rum. Ja. Jumps da rum, das nennt man rumskaff. Leute, G-Slide. Nein, 1 mm! Junge, hör auf mit dem Huren so ein Ding. Nein, hä, das ist auch eine normale Sniper mit normalen Aufsätzen. Normal, Digga. Was? Er sagt normale Sniper mit normalen Aufsätzen. Digga, es gab noch nie Lasermarkierer auf einer Sniper. Ja, natürlich, im BO2 gab es Lasermarkierer genauso auf Sniper. Und 2. Nein, einfach nur Lasermarkierer. Ja, was spielt das für eine Rolle? In der Wirklichkeit, wenn du einen Lasermarkierer auf eine Waffe machst, dann schießt sie auch dahin, wo der Laser ist.
Du Genius, ja, sieh es nicht ein, sieh es nie ein. Ja, was soll ich denn eigentlich? Dass es unfair ist. Und skilllos. Warum ist es unfair? Ja, es ist skilllos. Dann triff doch. Nimm die Waffe und treff. Ja. Du musst trotzdem wohin gucken. Ist ja nicht so, als ob du einfach aus der Hüfte. Selbst... Ja, na und? Ob ich jetzt aus der Hüfte schieße oder rein. Das kriegt auch einen Bot hin. Ja, klar. Vor allem, das kriegt auch einen Bot hin, Junge. Mach mal einen Bot auf Veteran, Junge. Der gibt dir mit Dings da. Der gibt dir mit jeder Waffe One-Hit auf deinen Kopf. Ah, du hast meine Füße getroffen. Das war sogar Quickshot. Oh mein Gott. Meine Füße sind weg. Ich schwör, ach, die ist mir viel zu langsam geworden. Erstmal nachladen, oder? Ja, muss, Bruder, muss. Ja, hab's gehört. Ey, wieso kann ich den Sniper nicht aufheben? Hast du mit meiner gespielt? Ja, ja. Ah. Warum wollte ich meinen Sniper aufheben? Weil du gesagt hast, treff mal mit der. Ist auf jeden Fall sehr interessant für deine Zuschauer zu sehen, wie ich dich jedes Mal hole. Er holst mich eh immer gleich. Mit Lesemarkier rauszustellen. Ja, guck. Er sagt, es ist nicht skilllos. Er holt mich dreimal hintereinander, ohne einmal in den Scope gehen zu müssen. Hä? Na und? Ja, aber Sniper 1 gegen 1, Digga, da weiß man, Sniper 1 gegen 1 gibt's Regeln, die man nicht erwähnen muss. Kein Hardscope, kennt jeder. Und das Lasermarkierer 2 und nur No-Scope auch untersagt ist, sollte klar sein. Nein. Junge, es ist No-Scope. No-Scope war noch nie in einem 1v1 verboten. Einfach ein, dass ich jedes Mal treffe. Ey, Mann, Digga, du musst. Digga, du musst. Du musst nicht mal auf einen Meter, musst du nicht mal annähernd zielen, Digga. Er sagt, sie ist ein. Ich schwör, ich brauche 900 Sensi. Ja, zählt die Waffe auf, da liegt die. Jo. Erstmal 9er sind sie rein. Jetzt hol mich, wenn es so einfach ist. Wenn das No-Scope war, dann nicht so einfach. War ja, doch ich war nicht so einfach. Ich bin auch in den Scope gegangen, ich kann nicht so spielen wie ein Lelek. Du sagst doch, es ist so einfach, es hat kein Skill. Ja, warum kannst du es dann nicht? Es hat auch kein Skill. Jetzt kein Skill davon. Erstens ist ja, es nicht einfach, es ist nur Luck. Ja, Luck. Ja, was und hat Luck das jetzt schon wieder mit Luck Skill zu tun? Was hat das jetzt mit Luck zu tun? Erklär mir wirklich jetzt, was das mit Luck zu tun hat. Guck mein Fadengröße an. Und guck jetzt dieses Fadengröße an. Digga, es ist um 12-fach reduziert. Okay. Und wenn jemand mir sagt, damit nur auf No-Scope zu gehen, ist nicht unfair, dann, nee. Du hast gerade gesagt, das dann ist kann Luck. Er was hat das ja mit Luck zu tun? Das hat doch nichts mit Luck zu tun. Digga, guck. Mit dem Ding, sagen wir, hast du ein Drittel Wahrscheinlichkeit, No-Scope zu hitten. Und mit der normalen Sniper ist es, ja, ein Dreißigstel. Du hast damit keine ein Drittel Wahrscheinlichkeit. Wenn du auf dem Punkt bist, dann hittest du den No-Scope. Nein, das ist, nein. Das ist ja immer noch guck dir die, es trifft ja nicht direkt guck den Punkt. Doch. Guck dir Lasermarkierer 2 an, lies es dir durch. Es trifft nicht direkt auf den Punkt. Nein, oder? Echt? Ja, wow. Doch. Dann ist ja noch einfacher. Ja, wenn du einfach das hier meine Waffe auf und machst. Hab ich doch. Das war deine. Das war garantiert nicht meine. Weil ich dich davor gekillt habe. Doch, das war deine. Ich hab die wieder gefunden. Guck, ich war wieder auf dir drauf mit dem Lasermarkierer. Es ist ja, Blumen, Digga. Es schießt nicht immer geradeaus, einfach wo der Laser lang geht. Aber ich doch, ich hab gerade nämlich schon wieder ausgetestet. Wäre es Zufall, Digga, also Glück, warum treffe ich dich dann so oft, wenn es nur Glück ist? Weil es nur ein Drittel Wahrscheinlichkeit ist, mit dem Ding zu treffen, meiner Meinung nach. Wenn man. Wenn. Ja? Das heißt, es müsste jeder dritte Schuss treffen, oder was? Jo.
Also jeder Aber um dritte ein Drittel, Schuss, Digga. Guck dir das mal an. Es könnte nach oben fliegen, nach links, nach rechts, nach unten, Ja, überall da in diesem kleinen Kreis. wow. Trotzdem sage ich ein Drittel. Was abgetrennt, wenn sie rechts. Ein Drittel, wenn du im Fadenkreuz bist. Jeder dritte Schuss ungefähr geht rein. Ist... Ja, wenn du im Fadenkreuz bist, trifft jeder Schuss. Weil die Kugeln schießen ja nur im Fadenkreuz. Was ist das für ein Kaliber? Kaliber 80 oder was? Egal, ich spiele jetzt nochmal. Du kannst das spielen, wie du willst. Ich bin immer noch der Meinung, dass das unfair ist. Wenn es so unfair ist, du hast mich damit gerade einmal gekillt oder so. Zweimal. Oder drei. Zwei oder drei. Ja, Mann. Sieht man ja am Ende der Aufnahme. Wie oft du mich damit gekillt hast. Wie oft ich dich damit gekillt habe. Ja. Ja, ich hab's ja auch nicht dauerhaft. Die einzige Sniper, die unfair ist, ist die Koschka mit dem, Dings, mit dem, Kraftmod. Nein, das ist nicht die Koschka. Das ist die Ding. Nicht die Koschka, ich meine die Dings, ich meine die, oder nee. Ja, genau. Doch, doch, ist der Outlaw. Die P06 Outlaw. P09. Ja, sorry, keine Ahnung. Ich kenn mich mit P03 auch nicht drauf. So, YouTube, also ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Lasermarkierer haltet. Würde mich interessieren, weil hier, wir sind ja nur zu zweit, Digga. So kann man doch nicht gucken, wer welche Meinung öfter vertreten ist. Schreibt in den Chat. Unbedingt, ich will es echt wissen. Und falls es wieder euch gefällt, Daumen hoch. Falls nicht, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren Kritik da lassen, was euch nicht gefällt. Digga, du hast doch eine Meme mehr, wieso guckst du immer noch darüber? Ich hab schon geholt, alles gut. Ja, yeah, du hast aber immer noch darüber geguckt. Ja, weil ich ein bisschen drauf geachtet habe, aber ich hab schon geholt, also war alles gut. Oh, durch deine Füße. Ey, bei mal, die letzten 5-6 Kills machst du schon die ganze Zeit ohne Lasermarkierer. Ich hab die Waffe gar nicht mehr ausgerüstet. Ja, ich guck gar nicht mehr. Ja, ich sag's ja nur. Da musst du einen nachladen. Das muss ich, weil ich schon davon nachgeladen hab. Feindlicher Pfeil im Einsatzgebiet entdeckt. Hä? Ohne, Digga. Hey, was für... Ja, das Ding ist neben mir gelandet. Was? Diese Blechleiche von der... Sowas übrig geblieben ist nach der Explosion. Alter, was ein Drake. Ich hab über die halbe Map gedrackt, gefühlt. Digga, der war, den hättest du dir angucken müssen. Junge, das war so lack, dass du mich da getroffen hast. Digga, ich habe auf die Minimap geguckt, ich kenne die Map gut, ich wusste direkt, wo du stehst. Okay, das heißt, wenn ich mich jetzt da wieder hinstelle, würdest du es 1-1 genauso wieder schaffen. Nein. Ja, also war's lack. Ich treffe auch so dich ja nicht jedes Mal. So, jedes ungefähr jeder 50 Shot sitzt bei mir, weil ich gerade auch scheiße spiele, ist echt eine schlechte Quote. Also denke ich, ich würde jedes fünfte Mal, wenn ich den gleichen Move bringe, dich treffen. Garantiert nicht. Weil das sah geil aus. 360. Das ist wie ein 360, Digga. Du weißt, wo er ist. Du triffst ihn einmal, dann ist es auch Luck. Auch wenn du wusstest, wo er ist. 360 Quickscope ist auch Luck. Komm, ich mach's extra für dich nochmal. Komm mal. Oh, der war richtig schlecht. Weil der nach dem Kletterhaken übel die Waffe übel schwul rausgezogen hat. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Steuere Pfeil. Ich hab mit meinem Ding. Oh mein Gott, 12 ist. Das ist absolut ist langweilig. So Leute. Hier 360. Die Koschka schießt echt viel schneller. Nein, sie geht viel schneller in den Scope. Als sie wieder repetiert. Guck mal, ich drücke R1, das schießt nach 4 Stunden. Liegt vielleicht daran, dass du schnell Team spielst. Ja schon. Normalerweise sind die kannst du glaube ich nicht mal in den Zeitraum drin bei mir im Raum repetieren. Doch doch. Oder? Warte mal, ich hab keine Ahnung, das ist mir zu lange her.
Ah doch, das nennt man ja Hardscopen. Ja, oh, ja, was. Warte, komm in die Mitte, komm in die Mitte. Mit deiner Fernbedienung. Geh in bin? Die Mitte. Wo bist du? Hier, neben dir. Nee, hier, hinter dir, hinter dir. Bist du dumm? Ich weiß, ich weiß. Rennfahren. Ich bin stuck, Digga. So, Leute. Feindliche Truppen haben ihre Fernlenkladung zerstört. Ich bin eine Runde gefahren, habt ihr denn den Turn-on gegeben, Digga? Du hast das nicht kommen sehen. Oh, der hätte sitzen müssen. Warum machst du überhaupt 360, Alter? Lass. Nerv er nicht. Wieso willst du keinen machen? Lassen. Ja, okay. Ich mach so oder so keinen. Junge, als ob ich mit einer 5er Sensi 360 Last mache, Alter. Deswegen macht man ja die Sensi hoch, wenn man 360s macht. Ja, mach ich aber nicht. Als ob ich dauerhaft mit einer 5er Sensi snipe und dann mit einer, keine Ahnung was, einer Sensi 360 versuche, Alter. Ja, die 360 ist ja auch eher Luck. Warum sind sie Luck? Erklärst du mir. Weil ich mich einfach im Kreis drehe und dann irgendwann nach Gefühl abdrücke. Wann kriegst du ja immer weiter auseinander. Hauptsache, du hast mich gerade gekillt, denn ich schwöre auf meine Mutter, ich hab gerade auf mein Handy geguckt. Hä, warum Top 3? Hier sind absolut zwei Leute, bei mir steht Top 3. Du bist bei mir Platz 1. Du bist bei mir einfach Platz 1, ich werde nicht angezeigt. Und jetzt, für den Stream, gehen wir noch einmal rein. Ich zeig dir, dass immer dieser rote Punkt den Kill macht. Für das Video meinst du? Ja, einfach mir egal. Okay. Auch wenn du ich stehe across Map wo ganz anders. Okay. Und so machen wir das. Also Leute, jetzt extra nochmal. Weil Leon meint, es gibt keinen Blumen mit Lesemarkierer 2. Wo bist du? Ah, da oben. Ja, ja. Okay, jetzt geh mit dem Lesemarkierer auf mein Kopf. Oh! Ja, warte, das ist schwer. Ja, es ist schwer drauf zu sein. Ich sehe, dein Name muss ja rot sein. Warte. Warte, jetzt ist dein Name rot. Mann! Junge, es ist einfach so, wie ich gesagt habe. Dein Name ist auch rot, ich habe zwar keinen Lesemarkierer. Ja, okay, auf die Entfernung nicht, aber auf die gewartet. Bleib mal da. Ja, auf die Entfernung nicht. Bleib mal da, bleib mal da, wieder so. Darauf. Geh mal wieder darauf, geh mal wieder darauf. Ich will gucken, ab welcher Entfernung es safe ist. Weil es ist 100% ja, ein Meter. Ja, ein Meter, warte, bleib einfach da. Ja, Digga, aber das wenn du jetzt hättest, heißt nicht, dass es auf die Entfernung safe ist, sondern dass du jetzt halt geht das. Der war closer. Ich sag doch, das lag. Ey, glaub mir nicht. Okay, ja, bleib Digga, da. Ich gehe wieder gleich vor. Guck, Digga, es hat nichts mit der Distanz zu tun. Man sieht, ich hab recht. Guck, ich müsste jetzt ungefähr bei deinem Mini-Fadenkreuz fast alles abdecken, oder? Fast ganz drin sein in deinem Fadenkreuz. So. Du wärst jetzt tot, wenn ich jetzt schießen würde. Guck, ab hier, Digga. Egal wie, wenn ich schieße, habe ich dich fast zu 100% tot. Weil du mein Fadenkreuz komplett bedeckst. Und mit der hier, Digga, guck mal. Ich vertraue dir nicht. Hol die Fäuste raus. Er läuft einfach im Kreis. Mit seiner 5er Sensi kommt er nicht hinterher. Ja, guck mal die Entfernung an. Es ist gerade eine 50-50 Chance, dass ich hit. 50-50? So? Auf wie wetten wir, ich hitte jetzt 100%? Ja, 50-50. Verdammt. Und jetzt, ich mach. Guck, es ist eine 50-50 Chance. Also Leute, wie ja, immer habe ich recht, dass die Scheiße unfair ist. Aber ehrlich, die ist Digga, unfair in einem 1 gegen 1 ist sie unfair. Aber ehrlich, Digga, jetzt ehrlich, es hat sich vorhin wirklich so angefühlt, als ob immer der rote Punkt gilt. Ja, Digga, weil das, Digga, dieses Fadenkreuz ist auch mini. Okay, YouTube, das war's mit dem Video. Ich habe das 1 gegen 1 und die Argumentation gewonnen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu Lasermarkierer 2 im privaten 1 gegen 1. Weil im 1 gegen 1 benutzt man ja kein Bullshit und ich finde Lasermarkierer 2 ist Bullshit. Auf jeden Fall schreibt mir auch, ob ihr jetzt normale Waffen 1 gegen 1 sehen wollt. Und andere Videoideen, die ihr unbedingt sehen wollt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Fürs Auge. Ciao.